Hey Leute, ich bin's, Alexander Freejesser. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Und wir ziehen uns erstmal hier mit den beiden wieder zurück. Das hier unten könnte ein bisschen schwieriger werden. Mit einem Iron Blade dürfte man das auch schaffen. Clarine haben wir im letzten Part bekommen. Slim Lance. Lanze, die Leichtlanze. Ellen geht mal raus und heilt mal den Ward erstmal. Den blauen Kämpfer. Und Walt kommt mal hier mit. Ja, ich glaube, der erledigt hier diesen Gegner. Das wird er schon schaffen. Ist ja schließlich ein Schwächling und trotzdem hat er 100% Trefferchance. Ja, Skill und Speed erhöht. Wir machen nicht genügend Schaden, das ist unser Problem. Mit der Isaac haben wir diese 57% Chance, dass wir 8 Schaden machen, aber wir kämen dann immer noch nicht auf genügend Damage. Oder? Komm, probieren wir jetzt einfach mal. Triff! Ja! Das war gut. Lot, das war gut. Nein, 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 nein. Erstmal kommt hier Javelin zum Einsatz. Und so kann ein ganzer Plan direkt wieder zerstört werden. So geht ein ganzer guter Plan direkt wieder vor die Hunde. Immerhin erreicht Ellen Level 6, aber das war das einzige beschissenste Level-Ups, die ich kenne. Ich habe für sie ein Video bekommen mit scheiß Level-Ups. Habe ich mal hochgeladen ganz am Anfang. Okay, das war noch beschissener, weil da gar nichts kam. Aber das war schon sehr nah dran. So, Clarine kann nicht angegriffen werden, das ist gut. Roy kommt hier unten hin mit seinem Rapier und du gehst auch mal hier hin, weil dir macht man eh keinen Schaden. Und das war's dann. Ah, dort bist du. Was möchtest du? Unsere Kräfte haben dort draußen ein bisschen Schwierigkeiten. Nimm ein paar Truppen und unterstütze sie. Hast du mich nicht gehört? Ich dachte, du sollst ihnen helfen. Ich habe dich gehört. Ich werde so schnell wie möglich mich auf den Weg machen. Mein Mikro. Nicht schon wieder. Ist einer der freundlichsten Leute. Nun, er scheint einer der besten Schwertkämpfer zu sein. Nee, darf ich jetzt schon wieder alles machen? Darf ich wieder alles nachbearbeiten mit dem Sound? Lot hat ihm den Gnadenstoß verpasst. Und Chat könnte die Piraten noch doppeln, das wäre echt cool von dir. Immerhin hat der eine 0% Trefferchance. Ah, die weicht auf einmal locker flockig aus. Wer kommt jetzt? Kommt der letzte auch noch? Nee, der letzte kommt nicht mehr, hat ja keinen Bock drauf. Dann heil mal den Lord, Clarine. Zack. Mit der Eisenaxt. Mach dann fertig, komm. Ohne große Umschweife. Zack, Level 6, Defensive und HP gestiegen. Ein stabiles, nicht so dolles Level-Up.
Aber nein, was will man machen? So, Volt, zeig mal, was du kannst. Bisher hast du nämlich noch nicht sehr viel gezeigt. Was hast du für eine Waffe? Ein Eisenschwert. Ich würde... Allgemein bin ich hier in diesem Level ein bisschen vorsichtiger. Lord, zieh dich mal zurück. Nehmen wir dich und lassen dich hier wieder raus. Und du wirst jetzt hier mal geheilt. Vollständig. Einfach weil es dieser Ellen-Ellen-Heilprozess ist. Boss kommt da nach vorne. Hier kommst du hin und... Genau, Clarine kann mal wieder nicht angegriffen werden. Das ist super. Du haust mal dann hier unten den Piraten. Und wir beenden den Zug. Da tauchen noch mehr Piraten auf und jetzt hier. Triff Chat. Triff ihn einfach. Kein Ding. Denn 19% Trefferchance. Hey, du hast 0. Kann auch übermütig werden. Du hast ebenfalls 0. Tja, darum sollte Ellen ein Schwertkämpfer sein. Drauf gepfiffen. Ja, das ist ein Schwertkampf. Die beiden unter sich ausmachen. Mit ihren Eisenschwertern. So, und noch ein Bogenschütze, der noch auf Ellen losgeht. Ja, pf, kein Ding. Schießt daneben. So, wie können wir Rutger bekommen? Ching! Du bist direkt down. Oh, wir doppeln jetzt. Endlich. Wurde aber auch mal Zeit. Natürlich schließt sich Rutger uns an, wenn wir ihn mit Clarine ansprechen. Oh, du bist... Was, du bist immer noch hier? Immer noch hier? Du hast mich mitten auf ein Schlachtfeld geschmissen. Und du hast immer noch die Nerven, sowas zu sagen. Ich hätte getötet werden können. Dann hast du Glück, dass du immer noch lebst. Ist das irgendwas, was du brauchst oder was du mir sagen willst? Warte eine Minute. Du willst einfach so weggehen, nachdem du mich hier rausgelassen hast? Ich glaube nicht. Ein richtiger Gentleman sollte für seine Aktion gerade stehen. Oder... Responsibility... Verantwortung übernehmen. Verantwortung? Was für Verantwortung? Wenn ein Gentleman eine Lady rettet, muss er sie zu ihrem Haus eskortieren. I've never heard any story from any bath of a man that's abandoned. Ich habe niemals eine Story gehört von einem Mann, der einfach eine Frau rausgeworfen hat. Was zur Hölle? Über was zur Hölle redest du? Überhaupt, hegst du nicht Groll gegen Bären? Dann solltest du mit uns kämpfen, denn wir sind die, die gegen Bären kämpfen. Was? Warte. Ist das wahr? Ist was wahr? Dass die Armee, in der du gerade kämpfst, wirklich gegen Bären antritt? Ja, der Anführer heißt Roy oder so. Okay. Dann werde ich eurer Armee beitreten. Bist du nun glücklich? Ja, ich denke schon. Warte! Die wichtigste Sache ist nicht, dass wir gegen Bären kämpfen, sondern dass du mich beschützt. Tja, haha. So sieht's aus. So, die müssen wir jetzt eigentlich alle in einem Zug killen, weil ansonsten haben wir ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Wir haben nicht sehr viel starke Truppen dann vor uns.
die uns derbstmäßig auf die Nerven gehen könnten. Tani. Du kriegst mal wieder dein Eisenschwert in der Hand und schwuppdiwupp hast natürlich ganz klar einen Vorteil gegen den Axtkämpfer hier. So, der Bogenschütze da hinten, der kann mich auch mal, was hast du? Der hat natürlich nur einen Schnitter. Ja, ich sollte ihm mal vielleicht eine Eisenlanze oder sowas geben. Javelin als Hauptwaffe ist natürlich blöd. Auch so von der Treffergenauigkeit her. Mein Auge tränt irgendwie. Immer muss ich bisher noch nicht niesen. So, Ellen wird jetzt erstmal wieder geheilt. Wir kennen's ja. Und zack. Nö. Oh, ein kritischer Treffer von Deek. Das ist wahrscheinlich das. Ja, Deek ist bisher der Charakter mit den meisten Critical Hits schon in diesem LP. Und das dauert, weiß ich, wie wenig Parts erst. So, Boss. Killt die Gegner einfach mal. So, und Rutger, du gehst mal ein bisschen zurück. Tulst dir das Stahlschwert. Jetzt steht hier natürlich Tani doof. Nicht nur Tani, nein. Clarine steht hier doof in der Gegend rum. Ja. Das könnte dangerös werden. Sie muss diesen Einzug überleben. Sie muss diesen Einzug überleben können. Denn wenn sie das nicht tut, dann ist sie. Ja, dann ist natürlich doof, ne? Für den Part. So, ja, komm, ich schieß daneben. Ich weiß nicht. So. Oh, er geht auf Tani los. Aber Tani hat eine Slimlance. Die wird ihn doppeln. Oder wenn er meint, wenn ihn das glücklich macht, soll mir sowas von recht sein. So, Chateau Rouge, hau diesen Gegner hier K.O. Gut ausgewichen, gute Void. Und noch ein neues Level. Ja, wir brauchen keine Strange. Wir brauchen keine starken Leute in unseren Truppen. Luth, Zipfelmützen, Heini. Schon mal die Gegner leicht anschwächen. Ja, und dann wäre es ja alles angeschlagen. Tani, dann Clarine, Walter des Amtes, ne? Auf einem Pony. Wie es alle Mädchen wollen. Auf einem Pony. Warte, da fehlte was in diesem Satz. Etwas sehr Wichtiges. So, und dann, Ellen, reitest mal bitte zurück und holst dir selber auch einen Javelin. Das macht ihn aber auch nicht stärker und schneller. Tja, Pech gehabt. Boom. Daneben. Es ist die Frage, haut der ab? Der ist beim letzten Mal nämlich auch rausgerannt. Ich hoffe, dass er bei dem Fire Emblem noch nicht rausläuft. Ah, okay, wir werden ihn eh nicht angreifen. Hat sich erledigt. Er wird nicht angegriffen. Zumindest nicht so. So, zack, Lance, du sollst deine Lanzen trainieren, dass du irgendwann mal die Silberlanze von Markus übernehmen kannst. Sieht bisher schon relativ schwach aus. Eben habe ich ihn wieder angeschlagen gesehen. Ward, Deek, Boss. Alle angeschlagen.
Aber hier wird erstmal Ward geheilt. Boss geht nach vorne. Und Lord kommt auch mit hier runter. So. Na, mehr Feinde sind mehr Feinde sind mehr Feinde. Dass du Boss angreifen würdest, war klar. Oh, er macht ihm sogar einen Schaden. Boss mit hier neuen Erfahrungen. Greifst du mich direkt an? Ja, der greift mich direkt an. Ja, dann kann ich auf die drei hier pfeifen. Na, machen wir es erstmal so. Ja, na, weich aus. Genial. Dann halt so. 2x8 Schaden. Und dann kommt noch Boss an. Gibt ihm den Todesstoß. Gnadenstoß. Whatever. Der ist auch erst Level 2 oder so, ne? Genau, du bist Level 2, du bist Level 3, Level 5. 8, 3, 1, 4, 1, 1, 3, 4, 6, 6 und irgendwie 3, genau. Wenn ich da rausgehe, bekommen sie eine zu hohe Angriffschance. Shop. Ja, wir werden mal ein Feuer kaufen. Ein Feuerspruch. Und zweimal Heilung. Oder dreimal? Ne, zweimal dürfte erstmal reichen. So, dann geht Tani in den Shop hier. Ein Slim Sword. Ein leichtes, aber schwaches Schwert. Ja, für so Schwertanfänger ist das gut. Eisenschwert. Ja, die Leichtlanze. Ein leichter, aber schwacher Speer. Ein normaler Speer. Ein Speer auf Entfernung. Ja, wir kaufen mal Handäxte. Und, eins, zwei Eisenschwerter. Und mal ein Slim Sword. Zwei Eisenlanzen und eine Slim Lance. Und das war's. So, du hast keine Lanze mehr, ne? Ja, genau. Remove, dann nimmst du dir ein Javelin und eine Iron Lance, eine Eisenlanze. Wir heilen Deek auch noch. Und ja, schicken ihn hier mit nach vorne. Volt kommt hier hin. Rutger. Luth. Lord. Und ich hoffe mal, Chat geht's hinten gut. Ja, hoffen wir mal, dass er jetzt nicht aufs Maul kriegt. So, dann schicken wir dich hier drauf. Und, Tani besuchen das Dorf. Ich kann nicht glauben, dass dieser Krieg wirklich passiert. Unter Bernds Führung. Then you wither. His song that will help you stand longer. Okay, er hat uns eine Angelic Rope gegeben. So, wir schicken eine Handaxt zu Melinos. Ja, die Engelsrobe gibt 7 HP dazu und wir müssen uns überlegen, wem wir ihm sie geben. Wenn wir sie Lott in die Hand drücken, wäre es zum Beispiel sinnlos und noch sinnloser wäre
es ihm Markus zu geben. Wir müssen ihm einen geben, der relativ wenig HP hat. Roy hat wenig HP, Volt hat wenig HP, Luther hat wenig HP. Aber auch wer gut ausweichen kann. Zum Beispiel auch hier Tani selber hat auch sehr, 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 sehr wenig HP. So, wer hat viel Speed? 6, 9, 9, 4, 5. 5. Volt wird häufig aufs Maul kriegen, heißt das. Das heißt, er kriegt die Engelsrobe. Das hat 27 HP. Ist ja stolz, irgendwie einer der vorderen Leute. Und ich überziehe den Part mal wieder. Aber es ist ja mein Part. Wenn er dann 25 Minuten, 24 Minuten geht, ist ja eigentlich auch egal. Nee, ich möchte aber gerne soweit hier alle Gegner unten besiegen. Genau, dann locken wir ihn noch hier raus. Und ja, ich mach das eben schnell mit Speed, ne, damit ich hier ratzfatz das alles hinkriege. So, jetzt ist natürlich ganz nah dran, ne, und dann kann ich mit der Eisenlanze ihm einen aufs Maul geben. Oh, er hat Stärke bekommen. Seht ihr? Good guy. Good guy. This is my boy. This is my boy. Lance is my boy. He wanted... He has a strange level up. Strength level up. Strength. Und ich natürlich. So, jetzt geht hier die coole Musik los. So, das heißt eigentlich nur noch da unten für Chat. Macht deinen Gegner fertig. Ich kann natürlich jetzt 20.000 Mal ausweichen, ne, und dadurch dann bis auf Level 80 kommen. Na, aber das mache ich nicht. Oh, Roy. Hihi, Roy muss natürlich mitkommen. Oh, jetzt sind gerne Burg. Dadurch mache ich ihm weniger Schaden. Und das Hintergrundbild ist cool geworden. So, mein Gegner hat ein Stahlschwert. Oh, er macht trotzdem sehr viel Damage. Den macht er 8 und... Wieso haben wir eigentlich bei solchen Leuten eigentlich immer so wenig Trefferchancen? 7. 7 Damage ist gut. 7 ist eine klasse Zahl hierfür. Ja, muss man wieder hier Deek ran, ne? Oder Rutger? Rutger ist natürlich auch eine gute Idee. Ja, heil dich auf, Affe. Das war das letzte Mal, dass du dich geheilt hast. So, wie auch immer Chat da unten oder Chat da unten wegkommen will, ich weiß es nicht. So, also der macht 7, du machst ihm 0, das ist schon mal stabil nichts. 4, 8, sehr geringe Trefferchance. 5 mal 2, also 10 mit Crit-Chance. Bekämpfst aber selber auch 11 ab. Und dann wird er den Javelin rausholen. Wie will Roy ihm denn machen? Mit dem Rapier 10. Ich glaube, wir probieren es mal so. Ihr Idioten! Werdet runtergemacht von den alten, verrotteten Traditionen. Ich sollte euch beibringen, wie diese Welt funktioniert. Okay. Ja, ist so schon mal nicht, ne? So, und jetzt Rutger. Er sagt auf mal nichts, dass Rutger ihn fertig macht. Ja, Rutger macht fertig. Ha, 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 Idioten. Es gibt für euch keine Zukunft. Die versuchen to try and oppose absolute power, die irgendwie die absolute Power erlangen wollen. 90. So, und jetzt
Clarine. Ne, ein bisschen heilen noch, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Und im nächsten Part machen wir Conquer. 25 Minuten. Schon wieder so ein langer Part.